Steinmetzgilden, Bruderschaften, Rituale, allegorische Lehren, das Mittelalter, Großlogen und das goldene Wurstschnitzel. All das sind krasse Begriffe, die zurückgehen auf eine der heftigsten und mythischsten Organisationen der Menschengeschichte, die Freimaurer. Wie es mir gelang, durch Zufall tatsächlich die Freimaurer in Kyoto zu treffen und welchen Beweis ich dafür hier in meiner Hand halte, das seht ihr heute in der Episode. Ab geht's. Kleiner Disclaimer, in dieser Episode wird es natürlich nicht um die Aufklärung gehen, was die Freimaurer sind, denn das Thema ist viel zu überkomplex und euch in 10 oder 15 oder 20 Minuten zu erklären, wer die Freimaurer sind und was sie tun und überhaupt, ob ich das gut oder schlecht finde, das wird, glaube ich, ein bisschen heftig. Was man auf jeden Fall aufklären kann, ist, was es mit diesem Gegenstand hier in meiner Hand auf sich hat und wie es dazu gekommen ist, dass ich die Freimaurer getroffen habe und wie sie mich dazu eingeladen haben, mich nochmals mit ihnen zu treffen. An der Stelle würde ich allerdings erstmal gerne wissen, was ihr zu den Freimaurern denkt. Vielleicht wisst ihr was, habt sogar schon mal persönliche Erlebnisse mit den Freimaurern gehabt oder vielleicht seid ihr ja sogar Freimaurer. Wie dem auch sei, schreibt es mir in die Kommentare, Freunde. Erstmal müsst ihr wissen, dass ich über 2 Jahre in Kyoto gelebt habe und der Besitzer des Hauses, in dem ich gewohnt habe, der hatte auch ein Restaurant. Und zwar so ein orientalisches, irgendwas Dingensbummens, nepalesisches Restaurant, wie es ganz viele in Japan gibt. Dieses Restaurant war zur damaligen Zeit neu aufgemacht und es haperte noch so ein bisschen an Kunden. Nichtsdestotrotz hatte ich ja nicht so viel zu tun damals. Der YouTube-Kanal, den gab es am Anfang noch gar nicht. Den habe ich dann erst in der Zeit erschaffen, wo ich da gelebt habe. Und dementsprechend war das Ganze noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Ich habe sehr, sehr viel in dem Restaurant von diesem Besitzer des Airbnbs, wo ich gelebt habe, verbracht. Nach und nach kam es dann dazu, dass das Restaurant immer belebter wurde und da auch wirklich ziemlich viele unterschiedliche Leute kamen, gerade weil es natürlich auch ausländische Küche war. Man muss dazu sagen, dass der Besitzer dieses Restaurants auch selber ein sehr wilder Typ ist, also gar nicht so im ursprünglichen Sinne japanisch, sondern wirklich ein ziemlich wilder Typ. Der war mal Underground-Fighter irgendwo in Thailand, hat irgendwelche Muay Thai-Fights gemacht, war Profi-Skifahrer oder Snowboarder, also ein ziemlich wilder Typ auf jeden Fall mit einer krassen Vergangenheit und dementsprechend auch ziemlich viel Connection in Japan. So kam es öfter mal dazu, dass der halt, sagen wir mal, den Laden zugemacht hat und da eine kleine Privatfete für seine Freunde veranstaltet hat und das war eigentlich immer ein ziemlich wilder Haufen von Leuten. Es kam auch öfter mal dazu, dass wirklich einige fragwürdig aussehende Japaner sich in dem Laden aufgehalten haben, die wie gesagt alle aus dem Freundeskreis von dem Besitzer des Lokals stammten. Für mich war das ja egal, für mich war das alles Entertainment, Spaß und ich hatte ja da meinen Freiraum. Von daher, coole Sache für mich. Eines Tages kam es also dazu, dass ich an der Bar saß im Restaurant, so wie immer. Habe irgendwas am Laptop gemacht, bei YouTube oder für den Podcast, den es damals noch gab. Und es fand sich eine ziemlich, ziemlich große Gruppe Japaner in dem Lokal ein. Und ihr müsst wissen, ich würde sagen, in den Laden passen ungefähr 20 Leute. Und es waren bestimmt alleine schon 15. Der Laden war also voll. Und da ich mit dem Rücken zu den Leuten saß, aber wie gesagt, durch die Enge des Ladens im Grunde zwischen meinem Rücken und dem Tisch, an dem die saßen, 1,50 Meter waren, konnte ich genau hören, worüber die redeten. Mein Japanisch war damals so mäßig, aber mein Gefühl für die Sprache, was ich oft auch in den Episoden betone, was teilweise wichtiger ist als das Sprechen selber, war halt schon sehr ausgeprägt. Mir fiel sofort auf, dass sie sich als Gruppe falsch verhielten. Falsch im Vergleich zu einer Gruppe, die in der gleichen Optik, also alle im Anzug, alle wahrscheinlich von der Arbeit gekommen, irgendeine Geschäftsriege, die gleiche Gruppe würde sich normalerweise komplett anders verhalten. Also war irgendwie gleich meine Aufmerksamkeit auf denen und ich hatte so ein bisschen gelauscht, so was die quatschten. Mir fiel halt einfach auf, dass deren ganze Gesprächsstruktur komplett anders war, als es in einem normalen Kohai-Senpai-Prinzip oder halt einfach in einer Arbeitsgesellschaft, Japaner, die nach der Arbeit was trinken gehen oder so, Nomikai oder sowas, einfach ganz anders war. Auch fiel halt einfach auf, dass Kleinigkeiten wie diese Getränke-Einschenk-Regel, die es ja in Japan halt einfach gibt, also dass du halt dem Ältesten dies, das darauf achtest, dass Gläser nie leer sind, das gab es halt einfach nicht. Also diese Gruppe verhielt sich einfach an vielen, vielen kleinen Stellen anders. Und das fand ich interessant. Von daher bekam die immer mehr meine Aufmerksamkeit. Ich drehte mich immer öfter um und die nahmen mich auch irgendwann wahr. Einige von denen sind dann immer relativ regelmäßig rausgegangen zum Rauchen und ich bin auch relativ regelmäßig rausgegangen, weil ich telefoniert habe. Und irgendwann kam es dazu, dass mich einer von denen ansprach und die Art und Weise, wie er mich ansprach und wie das ganze Gespräch verlief, war halt wirklich genau so, wie die miteinander kommuniziert haben. Also es gab in dem Gespräch keinerlei durchschnittlich anzutreffende Gesprächsregeln. Alles, was man so in typischen Gesprächen mit anderen Japanern hat, gab es in diesem Gespräch zwischen uns einfach nicht. Er sprach tatsächlich auch ziemlich gutes Englisch. Das heißt, man konnte, wenn es Stellen gab, an denen es in Japanisch nicht weiterging, einfach auf Englisch umswitchen und es funktionierte wirklich wunderbar. Irgendwann, im Laufe des Abends, sind wir dann halt immer mal wieder rausgegangen, sind immer wieder ins Gespräch gekommen. Es kamen noch weitere Leute dazu, die sich eingebunden haben. Und eins war wirklich extrem prägnant. Und das war halt einfach die Art und Weise, wie die mit mir umgegangen
gegangen sind. Man muss dazu wissen, dass es in Japan ja dieses Tatemae-Honne-System gibt, also dieses wahre und falsche Gesicht. Darüber mache ich aber nochmal eine ganz eigene Episode. Oft wird es euch in Japan so vorkommen, dass Leute euch wirklich gut behandeln. Hey, dein Englisch ist ja total gut, Mensch, tolle Sache. Oder euch in einem Gespräch immer das Gefühl geben, hey, es gibt ja gar nichts Negatives zu empfinden. Das ist aber immer nicht genau das, was Japaner empfinden. Es kann nämlich sein, dass sie in dem Fall einfach dieses Tatemae anwenden, um das insgesamt das Gespräch einfach positiv zu halten und die Energie sozusagen positiv zu halten. Wenn man länger in Japan unterwegs ist und sich auch ein bisschen damit beschäftigt, findet man ein relativ gutes System, um herauszufinden, ob Leute einen einfach anlügen. Und in dem Fall muss ich euch wirklich sagen, waren meine Spinnensensoren auf Null. Ja, also es gab da einfach nichts zu spüren. Diese Leute, die da mit mir quatschten, waren wirklich einfach direkt raus. So wie ich es aus Berlin gewohnt bin. Und es war wirklich sehr angenehm. Das heißt, es kam echt viel Gesprächszeit zustande über sehr interessante Dinge. Und irgendwann fiel mir dann auf, dass die so einen Anstecker am Anzug hatten. Und ich kannte diese Anstecker, denn es gibt zum Beispiel in Japan sowas wie die Lotari, also so eine Union, so eine Gesellschaft, könnte man sagen, wo Firmen drin sind. Es ist also nichts Ungewöhnliches, dass ihr Japaner im Anzug seht, die irgend so einen Anstecker haben. Als ich dann aber genauer hinguckte auf den Anstecker, fiel mir auf, hä? Digga, irgendwie habe ich das Symbol schon mal gesehen. Und als ich da ein bisschen zu lange drauf guckte, fragte mich auf einmal der Mann, ob ich die Freimaurer kenne. In Englisch natürlich die Freemasons. Und dann fiel der Groschen, Freunde, und mir fiel auf, dass die ganze Gruppe eine Gruppe von Freimaurern war. Da ich zu dem Zeitpunkt wirklich wenig über Freimaurer wusste, war meine Antwort auf seine Frage, ob ich die Freimaurer kenne, eher neutral. Ich wollte weder irgendwie was Negatives noch was Positives sagen und aber auch nicht unehrlich sein. Von daher antwortete ich relativ neutral auf seine Frage und es kam zu einem Gespräch über die Freimaurer. Ich muss sagen, das Interessante an dem Gespräch war, dass er gar nicht versucht hat, mich von irgendwas zu überzeugen oder so. Der Mann, genauso wie die ganzen anderen Männer am Tisch, waren wirklich ziemlich glücklich und ausgelassen. Also die wirkten wirklich happy, muss ich sagen. Die wirkten wirklich entspannt. Von daher hatte ich auch gar nicht das Gefühl in dem Gespräch, dass er mich zu irgendwas überzeugen musste. Und wir quatschten so ein bisschen den Abend hindurch, bis es zu dem Moment kam, an dem er mir irgendwann diesen Anstecker überreichte. Mit der Einladung, mal nach Osaka zu kommen und da mit den Jungs mal abzuhängen. Ich habe dann tatsächlich mit ihm Telefonnummern ausgetauscht und es kam im Laufe der Zeit zu mehreren Chats. Und da war ich damals wirklich in einer schwierigen Entscheidungsphase. Ich habe ein bisschen mit mir gerungen, ob ich das tatsächlich annehmen soll, das Angebot oder nicht. Ich habe damals auch nichts weiter über die Freimaurer dann gelesen oder so und habe wirklich mich einfach mal zurückgelehnt nachgedacht und habe überlegt, alles, was ich so über diese Freimaurerei kenne, ist halt sehr mythisch, sehr alt und scheint eine Thematik zu sein, die sehr komplex ist. Und mein Gefühl hat mir einfach damals gesagt, ich glaube, es gibt Dinge im Leben, die ich für Klicks, YouTube und Erfolg nicht machen muss und auch für meinen eigenen Abenteuergeist oder meine Abenteuerlust nicht unbedingt ausreizen muss. Und das war genau eine dieser Situationen, wo ich dann entschieden habe, hey, ich glaube, das machen wir diesmal einfach nicht. Und deswegen ist es nie dazu gekommen, dass ich mich mit den Jungs nochmal getroffen habe, aber bis heute habe ich diesen Anstecker hier bei mir. Und muss wirklich sagen, dass diese Geschichte irgendwie für mich einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Im absolut positiven Sinne. Ich bin in Japan schon mal an einen Kult geraten, wo ich euch nie von erzählt habe. Da habe ich auch sogar noch Videomaterial von und Fotomaterial. Keine Ahnung, ob ich da mal eine Episode mache. Aber das war so ein Kult, wo ich gemerkt habe, okay, das ist so ein Kult im Sinne von einem Kult. Ein bisschen so auf, okay, gibt es hier irgendwo ein Hinterzimmer, wo ich gleich reingeschleppt werde? Aber die Situation, muss ich wirklich sagen, hatte einen ziemlich hohen Anteil an Normalität und war überhaupt nicht furchteinflößend. Und das hat irgendwie bleibenden Eindruck auf mich hinterlassen. Ich denke, ich weiß insgesamt viel zu wenig über das Thema, um darüber positiv oder negativ urteilen zu können. Ich wollte euch einfach mal einladen in diese Erfahrungen, die ich gemacht habe. Denn ich denke, es ist eine der eher spezielleren Erfahrungen, die ich in Japan gemacht habe und die man in Japan überhaupt machen kann. Ich trage auf jeden Fall diesen Gegenstand irgendwie mit durch mein Leben. Und wer weiß, vielleicht hat er ja irgendeine Energie in sich, die mich schon längst beeinflusst hat. Wer weiß, vielleicht bin ich ja am Ende des Tages doch schon ein Freimaurer. Macht's gut. Haut rein. Ciao.